Ja, und herzlich willkommen zurück hier live in Kaiserslautern auf der Mein Zuhause 2022, Sonntag, 9. Januar und es ist 12 Uhr und 12 Minuten, damit man sieht, dass wir auch wirklich live sind. Ja, ich freue mich wunderbar über unseren nächsten Gast hier, auf unseren nächsten Besuch hier auf uns, in so unserer Pressebox, der gemeinsame Medienpartner, wir haben Landkreis und Stadtecho für dieses Mein Zuhause 2022. Heinrich Lappe ist bei uns von Town & Country, hier auch ein Aussteller. Herr Lappe, Town & Country, Stadt und Land, was genau meinen Sie damit und was genau machen Sie da? Ja, also der Name stammt tatsächlich aus Amerika, weil die Inhaber von Town & Country dort mal unterwegs waren und ihnen das so gut gefallen hat. Ist aber kein amerikanisches Unternehmen, sondern ein rein deutsches. Das sind Schwaben, Häuslebauer, die zur Wende in den Osten gegangen sind und dort angefangen haben, erstmal kleine Häuser zu bauen, weil da ein großer Bedarf bestand und die dann dieses Franchise-System Town & Country entwickelt haben. Und bauen Sie in der Region auch schon seit vielen, vielen Jahren ansässig. Sie haben ein Musterhaus. Sind das eigentlich mehrere mit Musterhaussiedlungen? Es gab mehrere Musterhäuser, aber die wurden immer nacheinander dann gebaut. Das letzte Musterhaus in Heltersberg jetzt, das besteht seit etwa 3 Jahren und zeigt so den neuesten Trends von Häuserbau. Der neueste Trend ist zum Beispiel Stadtvilla. Ja, lassen Sie genau darüber sprechen. Rein in die Sache. Das interessiert uns ja. Der Name ist das eine. Silvia und Bernhard Lösch sind diejenigen, die das als Mastermind sozusagen bei uns in der Region machen. Und sie sind damit assoziiert und sind da richtig dran vor Ort. Und deshalb auch unser idealer Gesprächspartner heute. Ja, wohin geht denn der Trend? Was ist das Neue? Also der Trend geht ganz klar in den Bereich Stadtvilla. Das heißt, zweistöckige, vollgeschossige Häuser, die so ein bisschen entweder quadratisch oder rechteckig sind. Und der zweite Trend ist sicherlich auch Bungalow, also eine Ebene. Das ist allerdings nur in kleineren Orten zu verwirklichen tatsächlich. In Städten wird sowas kaum noch möglich sein. Also Town and Country. Das heißt, es gibt nicht eine Lösung für alles, sondern es gibt so Vorlieben und natürlich auch die Gegebenheiten, die jede Kommune natürlich vorgibt. Nicht? Genau. Man kann ja nicht überall irgendwas bauen. Ja. Man muss natürlich die Vorgaben beachten. Sie haben ja verschiedene Varianten da, um das zu machen. Und wenn man sich ein eigenes Haus baut, dann ist das ja immer, ein Riesenbatzen, wahrscheinlich die allergrößte Investition, die man in seinem Leben macht. Das dauert ja eine Weile, bis man so weit ist. Ja. Welche Methoden haben Sie, welche Mittel, um das den Interessenten so leicht wie möglich zu machen? Also wir haben auf der, ich sage jetzt mal, technischen Seite die Tatsache, dass der Town & Country Lizenzpartner, der in der Region arbeitet, dass der quasi Generalübernehmer ist. Das heißt, der koordiniert die Handwerker, mit denen auch schon zum Teil über 20 Jahre zusammengearbeitet wird, in den einzelnen Arbeiten. Das heißt, der Hauskäufer muss sich darum nicht kümmern. Der muss also nicht irgendwelche Handwerker koordinieren, sondern das wird für ihn gemacht. Das halte ich auch für äußerst wichtig, weil es sehr, sehr schwierig ist, heute erstens gute Handwerker zu finden, die dann auch noch Zeit haben und die dann auch noch zu koordinieren, so dass die Arbeiten schön nacheinander laufen. Und das ist eben eine sehr erprobte Sache bei Südwestmassivhaus. Das funktioniert seit über 20 Jahren. Und das funktioniert sehr gut. Man sieht es an der Kundenzufriedenheit. Das ist so, ich würde sagen, die regionale operative Einheit, das Südwestmassivhaus, Town & Country. Und da steckt ja ein Aspekt noch drin, nämlich Südwest, okay, damit, das ist ja anschaulich, aber Massivhaus. Ja, wir bauen massiv, Stein auf Stein.
Warum denn das? Alle Welt erzählt mir was anderes. Ja, also es ist natürlich letztlich eine Vorliebe von den Hausbauern. Was wollen sie letztlich haben? Ne? Ich persönlich bin bei Town & Country damals mit eingestiegen, vor 13 Jahren mittlerweile, weil die eben massiv bauen. Mir gefällt dieser Art zu bauen. Man ist in vielerlei Hinsicht flexibler, weil ich nicht alles vorplanen muss. Ich kann die Häuser planen mit den Zimmern, die ich brauche, so wie ich sie brauche. Aber zum Beispiel solche Sachen wie Stromsteckdosen, das kläre ich mit dem Elektriker im Haus, im Rohbau. Wo soll das hin? Und das ist relativ flexibel handbar. Was eben auch ein Vorteil ist, meiner Ansicht nach sind die massiven Häuser werthaltiger als das, was man Fertighaus nennt. Okay. Aber es ist eine Vorliebe. Das ist, ja. Man kann nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Das würde ich so nicht sagen. Ja. Jetzt macht man sich so Vorstellungen, wie so ein Haus, sein eigenes Haus aussehen soll. In aller Regel ist es ja so, dass die Menschen ja einmal in ihrem Leben ein Haus bauen. In aller Regel, ja. Ja, Trend zum Zweithaus ist aber ungeboren. Okay. Das heißt, im zweiten Anlauf, dann hat man schon ein bisschen mehr Erfahrung und kann sich bestimmte Dinge besser vorstellen, denke ich. Im ersten Moment denkt man, Häuser, Wände und da kommt man rein und da ist die Küche und da das Bad und dann los geht's. Aber der Teufel steckt da im Detail. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie in den letzten Jahren so eine virtuelle Reise ermöglicht. Mit dieser VR-Brille, mit dieser Virtual Reality. Ja, man kann also noch nicht durch alle Häuser virtuell durchgehen, aber durch viele Häuser kann man bereits virtuell durchgehen. Das ist natürlich ein schöner Aspekt. Aber es ist auch nicht alles. Also was ich viel wichtiger finde, ist als Verkäufer, dass ich die Leute darauf hinweise, die Interessenten darauf hinweise, was auf sie zukommt, wo sie Entscheidungen treffen sollten, was sie beachten müssen, auch herauszufinden, was ist für sie wichtig, was ist vielleicht auch nicht so wichtig. Das ist ja alles eine Frage auch des Preises im Endeffekt. Ne? Je mehr Sie wählen, desto teurer wird das Haus. Und es ist tatsächlich eigentlich immer so, egal wie groß das Budget ist, man will erstmal mehr, als das Budget im Endeffekt hergibt. Und da eine gute Beratung zu machen und herauszufinden, was wollen die Leute, das finde ich sehr wichtig. Das ist auch eigentlich die Philosophie von Town & Country aus. Wunderbar, Sie haben eben so gesagt, ja, Sie als Verkäufer. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, Ihnen zuzuhören, weil Sie sind ja eher Berater. Sie beraten offenbar. Ja. Das ist toll zu hören. Wir sehen uns auch als Hauskaufberater. Ja. Natürlich bin ich im Endeffekt auch Verkäufer, ganz klar. Aber wir sehen uns als Verkaufsberater. Ja. Und wer sich noch beraten lassen will, der kann das heute noch tun, und zwar bis 17 Uhr hier in Kaiserslautern live bei Heinrich Lappe von Town & Country. Und zwar auf der Mein Zuhause 2022, die zum 13. Mal hier in Kaiserslautern stattfinden, auf dem Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion. Und dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, informativ wie immer. Und wir sehen uns nachher gleich nochmal wieder live mit unserem nächsten Gast hier in unserer Pressebox. Vielen Dank fürs Zugucken und wie immer, ich freue mich natürlich über ein Like. Ich sage auch vielen Dank.